Ja, danke, Herr Papenburg, für diese ausführliche Vorstellung. Ich freue mich, dass wir uns in Bonn wiedersehen. Ich freue mich auch, fühle mich sehr geehrt, Teil dieser Ringvorlesung zu sein, wo doch einige illustre Kolleginnen und Kollegen hier schon das Wort ergriffen haben und auch noch ergreifen werden. Ja, Sie haben gehört eben, es gab nicht nur eine neue deutsche Welle in der Popmusik, sondern sogar in der Medienwissenschaft. Und vielleicht können Sie davon einen kleinen atmosphärischen Eindruck auch durch meinen heutigen Vortrag erhaschen. Titel meines Beitrags lautet Der Klang und sein Kehrwert, Sonik zwischen Signal und Frequenz. Zunächst geht es mir um die Emanzipation der Materialität des Klangs von der symbolischen Ordnung der Musik. Denn etwas oszilliert zwischen den Begriffen Musik und Klang. Und hier greife ich gleich das Exposé für diese Ringvorlesung auf, in dem es heißt, als was wurde und wird Klang in, an der Grenze, aber auch außerhalb der Musik konzipiert. Eine entschiedene Ausdifferenzierung von Klang und Musik stellt eine epistemologische Chance dar für eine doppelte Entkopplung des Klangbegriffs sowohl a vom musikalischen als auch b vom auditiven. Ganz im Sinne des ontological turn, wie er auch in den Sound Studies teilweise stattfindet. Zugleich wird der Klangbegriff im strengen medienarchäologischen Sinne auch vom Primat der Kulturgeschichte entkoppelt, zugunsten der Entdeckung einer autonomen Klangzeitlichkeit. Neben die Monographie The Audible Past von Jonathan Stern tritt damit die Ahistorizität von Schwingungsereignissen und Impulsen. Die Plausibilität eines solchen Klangbegriffs ist nicht mehr notwendig an das menschenseitig Hörbare gekoppelt. Der Fokus von Sound Studies auf Audiotechnologien bleibt zumeist noch verfangen im Anthropozentrismus des abendländischen Hörbegriffs. Demgegenüber verlangt und gewährt Medienwissenschaft einen von Menschen, gelegentlich sogar von der Kultur suspendierten Blick auf Klang. Media Understanding, frei nach McLuhan formuliert, entwickelt einen Klangbegriff im Sinne der objektorientierten Ontologie. Sonicity, um das auf Englisch zu sagen. Klang, definiert in seiner Materialität und Operativität, ist damit nicht mehr schlicht eine kulturtechnische Ableitung der Musik, sondern das Potenzial eines auf Klang basierten, mithin genuin sonischen Verständnisses. Man gelangt zum einen zu einem operativen Verständnis von Kultur und Medien, wenn man, ich zitiere nochmal aus dem Exposé hier, wenn man diese durch Klang und seine Konzeptualisierung zu fassen versucht. Im Unterschied zum platonischen Musikbegriff, den wir eben auch mal schon im Seminar diskutiert hatten, im Unterschied dazu geht der dezidierte Klangbegriff immer schon von seiner materiellen Implementierung aus, vom Primat seiner physikalischen Parameter. Damit liegt im starken Sinne die Medienspezifik von Klangkonzepten. Musikalische Formen werden erst durch ihre Verklanglichung aktualisiert, ganz so wie operative Algorithmen die implizite mechanische Prozedur mathematischer Berechnung im Sinne von Turing und Gödel, tatsächlich technologisch mechanisieren. So wie der Unterschied zwischen einem abstrakten mathematischen Algorithmus, das wäre sozusagen das Äquivalent zur Musik, und der tatsächlichen operativen Software, das wäre deren Verklanglichung, um bei dieser Analogie zu bleiben. Im akademischen Sinne ist damit die Frage verbunden, inwieweit sich Musikwissenschaft die Klangforschung einverleibt oder ob Klangforschung ein eigenständiges Fachgebiet bildet. Kollege Rainer Bayreuther von der historischen Musikwissenschaft hat ja in seinem jüngst gerade erschienenen Buch Was sind Sounds, in seiner Klangontologie, wie er sie nennt, sich ausdrücklich dagegen ausgesprochen, dass Klangstudien eine eigene wissenschaftliche Form erhalten sollten. Unbefangener als im Rahmen der Musikwissenschaft stellt sich eine techniknahe Medienwissenschaft
der Entkopplung des Klangbegriffs vom Musikbegriff. Ich kann da unbefangener vielleicht drüber spekulieren, als wenn ich von innerhalb des Faches Musikwissenschaft sprechen würde. Musik gehört der symbolischen Ordnung der Kultur an und damit auch deren historischen Variabilität, fraglos. Klang indes ist ein physikalisches Ereignis und insofern ahistorisch in seinen Eigenzeiten. Historisch sind demgegenüber vielmehr die jeweils möglichen Wissenstechniken der Entbergung bislang verborgener, latenter Klangwelten. Was also ist nun der Klang aus medienarchäologischer Sicht, wie ich es bisher nur angedeutet habe? Kulturtheoretisch und kulturgeschichtlich wird Klang zumeist als Klang von Musik begriffen. Diesen Diskurs regiert eine Metaphysik, die a priori eine Dichotomie von Geist und Körper unterstellt. Aber Klang ist nicht nur die akustische Ableitung einer musikalischen Konzeption, die materielle Verkörperung eines musikalischen Logos, sondern ein Signalereignis nach eigenem Recht. Aus medienarchäologischer Sicht, welche den Klang radikal in seinen technologischen Operationsweisen und nicht etwa als klangontologisches Wesen analysiert, wird gar die ansonsten eher in Verruf geratene Definition von Musik durch Eduard Hanslick neu lesbar, das, wie er schreibt, Arbeiten des Geistes in geistfähigem Material. Also diese oft als veraltete Ausdrucksweise zitierte Definition Hanslicks ist mit medienwissenschaftlichen Augen wieder hochattraktiv. Vom logozentristischen Standpunkt aus bedürfen Naturvorgänge der menschlichen Vernunft, um auf den Begriff gebracht zu werden, da sie sich nicht selbst erkennen können. Schwingungsforschung betrifft das musikalisch-rhythmische Spiel von Klangkörpern, menschlich wie instrumental, ebenso wie den Schwingkreis, wie er so schön heißt, als Bedingung von Rundfunk in der Elektrotechnik. Traditionell ist der Klang als mit dem Ohr wahrnehmbare Erscheinung der Umwelt definiert, die durch mehrere sich überlagernde regelmäßige akustische Schwingungen induziert wird. Ton und Schall werden dabei auf die harmonischen Anteile von Gesang und Stimme, Glocken und Musikinstrumente reduziert. Die analytische Medienepistemologie des Sohnischen hingegen erlöst den Klang nicht nur vom Primat seiner symbolischen Ordnung als Musik und entfesselt ihn damit zugleich vom harmonischen Begriff zugunsten des Geräuschs bis hin zum thermischen Rauschen des elektronischen Synthesizers, sondern auch von seiner anthropozentrischen Fokussierung auf das Auditive, mithin also auf das menschlich Hörbare. Dies ist bereits ein Retroeffekt der systematischen Modellierung des menschlichen Hörapparats durch technische Messmedien selbst, die sich damit von der bloßen Ausweitung des menschlichen Hörens emanzipierten. Und am Ende ist die eigentliche Herausforderung des Klangs von Seiten des Technologos seine Aufhebung in der mathematischen und damit computerrechenbaren Matrix. Medienarchäologie fokussiert im Speziellen den nicht bloß kulturtechnisch, das heißt körpergebundenen, sondern den genuin technologischen Klang als Funktion einer spezifischen Elektronik. Zugleich ist sie eine grundsätzliche von technischen Medien erlernte Weise, Klang zu verstehen. Also Klang im technischen Kontext, im kulturtechnischen Kontext ist was anderes als Klang im technologischen Kontext. Der Klang von Musik ist zunächst einmal deren Verklangdinglichung und existiert immer nur im Zusammenspiel mit oder gar als konkrete Materie, sei es der Ton, die Vibration, die Schwingungsform, die Klangfarbe oder die mikrozeitliche Entität. Seine technologische Existenzweise ist der Sound als technisch produzierter Klang. Es ist ja kein Zufall, dass wir auch im Deutschen einen Unterschied machen zwischen dem Begriff Sound und Klang. Im Klang wird der Logos der musikalischen Sprache mit de Saussure formuliert, von der abstrakten Langue zur physikalischen Parole, mithin zur periodischen Druckwelle, zum mechanischen materiellen Schall. Damit wird er zugleich dem symbolischen Regime entzogen und unterläuft mit seinen materiellen Friktionen dessen Formalismus. Damit praktiziert Klang eine Signalkritik
des musikalischen Logozentrismus. Doch damit Konzeptionen von Klangberücksichtigung finden können, die eventuell gar das Hörbare über- oder auch unterschreiten, müssen sie sich vollends vom normativen Musikbegriff emanzipieren. In diesem Sinne verstehen sich medienarchäologische Klangkonzepte dies und jenseits des Hörbaren in Allianz mit dem sonischen Materialismus. Der ontological turn in den Sound Studies ist mit Namen wie Steve Goodman, Christoph Cox und Greg Hange verbunden. Im Unterschied zu den auditory cultural studies, für welche Klang erst in menschlicher Wahrnehmung Sinn macht, steht das medienarchäologische Gehör, wie ich es nenne, der hermeneutik fernen Klangontologie nahe, als Analyse jener materiellen und affektiven subliminalen Prozesse, die sich auf Signalebene diesseits von akustischer Repräsentation und musikalischer Semantik ereignen. Doch selbst Goodmans, wie er sie nennt, Vibrational Ontology bleibt immer noch anthropozentrisch in seinem Begriff der sonischen Affekte, die sich diesseits von bewusster Wahrnehmung und Kognition sublim übertragen. Zitat: Sound as vibration is first registered in the rhythmic action of vibration on the body of the listener. Temporally prior to its perception, the affective action of a body on a body precedes and thus conditions a subject's cognitive response. Die medienarchäologische Gretchenfrage ist demgegenüber, inwiefern macht der Begriff von Klang und des Sound auch diesseits der Hörbarkeit im Sinne menschlicher Physiologie Sinn, vielmehr als menschen- oder gar kulturfernes epistemisches Objekt. Akustisch privilegiert der Klangbegriff ein Kompositum aus periodischen Schwingungen in grundsätzlich harmonikalen Verhältnissen und ist damit immer schon musikalisch definiert. Demgegenüber steht einerseits das Rauschen, andererseits die allgemeine Schwingungsdynamik. Noise selbst steht als nachrichtentechnischer Begriff für den operativen, nicht phänomenologischen Klang, auch für nicht akustisches Rauschen. Hanges Buch Noise Matters bemühen sich um eine Ontologie des Rauschens quer durch alle möglichen technischen Medien. Zitat: Observing that the category of noise is overdetermined, always seeming to operate as the contrary of some other term. Noise versus signal, noise versus silence, noise versus music. Hange definiert das weiße Rauschen als Bedingung von Klang in Analogie zu Deleuzes Konzept einer konkreten Aktualisierung des Virtuellen. Eben dies steht für die Entfaltung des Logos als Materie respektive Signal. Noch ein Zitat: White noise is a chaotic field of energy across a sonic spectrum. Through processes of filtering and subtraction, various sonic forms are actualized. Die subtraktive Methode wird konkret in der elektronischen Klangsynthese theoretisiert für das Videobild durch Bill Violas Vergleich mit dem indischen Gesumme, dem Drone, im Unterschied zum additiven Klangbegriff in der abendländischen Musik. Also hier haben wir sogar eine Übertragung von Klanglichkeit auf den Bildbegriff. Anders als im Fall der genannten Klangontologen ist die medienarchäologische Klanganalyse nicht deduktiv von einer Metatheorie abgeleitet, sondern erdet die epistemologische Klanganalyse radikal dort, wo sich der Klang tatsächlich ereignet, im physikalischen Geschehen. In seinem Entstehungsmoment aber ist der Klang ein uneigentlicher und vielmehr schlicht Teil der Schwingungstheorie, welche Mechanik, Elektrotechnik, gar Radio umfasst. Es ist ausgerechnet Lenin gewesen, der einmal schrieb: Die Einheit der Natur manifestiert sich in der überraschendsten Analogie der Differentialgleichungen auf den verschiedenen Erscheinungsgebieten. Vollzugsorgan dieser Analogie ist der Analogcomputer. Elektromagnetische Wellen werden mit Maxwells Gleichungen ebenso wie die schwingende Seite des pythagoreischen Monokords als Zahlen im Raum gefasst, doch nicht mehr gewaltsam reduziert auf ganzzahlige Intervalle, sondern als reelle Zahlen. Und in seinen Recherches sur la courbe qui forme une corde tendue mise en vibration beschreibt D'Alembert, der Mitherausgeber der großen französischen Enzyklopädie, die Schwingung einer Seite als Verschiebung von der Z-Achse in jedem Zeitpunkt T als Funktion Y von Z und T.
Aus der Wellengleichung folgt, dass die Analyse der schwingenden Saite nicht länger Vertrautheit mit musikalischen Erscheinungen voraussetzte. An die Stelle von Obertönen und harmonischen Relationen tritt die mathematisch analysierte Dynamik. Aus Sicht der physikalischen Schwingungsforschung ist das Gegenstück zur mechanischen Saitenschwingung aus einem ganz und gar anderen Stoff, der elektrische Schaltkreis aus Kondensator und Spule, der durch einmalige Energiezufuhr, mithin eine arbiträre Störung, in seine abklingende Eigenschwingung versetzt wird, ohne dass je ein akustischer Ton erklingt, obgleich diese Oszillationen an Verstärker gekoppelt im Lautsprecher ihrerseits wiederum Sinustöne erzeugen, zu erzeugen vermögen. Deswegen meine einzige Abbildung für heute Abend, das ist der Schaltkreis eines solchen elektronischen Schwingkreises, der natürlich im Synthesizer zur Tonerzeugung dient, der aber zu 99% im technischen Einsatz ist, zur Generation von Wechselströmen und anderen Ereignissen. Also da ist überhaupt kein Tonhörer. Das ist eine der zentralen Schaltungen unserer elektronischen Welt, ohne dass wir da je einen Ton hören. Hier ist aber Klang implizit am Werk, als analoge elektrotechnische Schaltung, die nie die Intention hatte, einen Beitrag zur Diskussion der Musik zu leisten, die aber implizit Klang realisiert, in einer Form, die den Menschen zumeist überhaupt nicht zu Ohren kommt. Der elektrische Schwingkreis ist Klang, in Anführungsstrichen, allein im Verständnis einer impliziten Sonik. Ich mache mich hier stark für den Begriff eines impliziten Klangbegriffs, als eine Art elektrisches Geräusch, das wir aber gar nicht hören, wie es Heinrich Barkhausen einmal formulierte. Dieser einmalige Schaltvorgang, der zugleich alle Frequenzen enthält, wird allein für das elektronische Ohr, um das metaphorisch sozusagen, hörbar, etwa auch in einem nahestehenden Rundfunkempfänger als Knack hörbar. Ein Zündfunken ist für Menschenohren ein akustischer Gewaltakt, aus buchstäblicher Sicht des Kathodenstrahlenoszilloskopen hingegen ein millionenfacher harmonischer Schwingungsvorgang. Musikalisch ist ein solch abruptes Schwingungsereignis vielmehr in einem epistemischen Verständnis von Musik, im Sinne nämlich der mathematischen Anschreibbarkeit von Bewegung. Klang sehe ich hier radikal als Bewegungsform in erster Linie und nicht als eine tonale Form. Ihre Frequenz wird in der Thomsonschen Schwingungsgleichung, also von Lord Kelvin, algebraisch adressierbar. Also plötzlich können wir dieses Ereignis in mathematischer Algebra ausdrücken, die nichts mehr zu tun hat mit musikalischer oder anderer Notation. In ihrer Nähe zur Mathematik definiert Medienarchäologie den Klang radikal technophysikalisch. Es ist die komputative Klangverarbeitung, welche einen ganz anderen Begriff von Klang formuliert. Ganz so wie auch in der technischen Bildverarbeitung, eben schon angedeutet, ein vielmehr funktionaler Begriff von Bild gegeben ist. Klang wird sozusagen in der technisch-komputativen Aneignung zu einer Funktion, zu einer reinen Funktion der Signalverarbeitung. Und damit wird eine andere Ästhetik formuliert. Eine wirkliche Medienästhetik nach eigenem Recht. Was die Fourier-Analyse entbirgt, gilt nicht nur für akustische, sondern für alle periodischen Signalvorgänge. In dieser epistemologischen Verallgemeinerung des Sonischen ist der akustische Fall bestenfalls paradigmatisch. Sound Studies abseits der auditiven Kultur sind in der Kritik Brian Keynes nicht mehr plausibel. Doch als Gegenstand von Sound Studies ist nicht allein der hörbare Klang von Bedeutung. Keynes Otozentrismus, ich nenne jetzt mal diesen Begriff, den Jacques Derrida einmal verwendet hat, also dass Klang doch immer in Bezug auf die menschlichen Ohren gedacht wird. Das ist Otozentrismus. Demgegenüber steht die Einsicht in das Eigenwesen von Klang. Ich zitiere ganz kurz noch einmal Kane: Rather than limit sound to what is heard in audition or to the ratios of human perception, Cox argues that sound itself is endlessly creating and self-differing,
Also die Debatte, die hier innerhalb der Sound Studies offensichtlich geführt wird, kreist, ob der Klangbegriff nur in Bezug auf menschliche Wahrnehmung Sinn macht oder ob Klang nicht ein eigenes epistemisches Erkenntnisobjekt nach eigenem Recht ist. Wird das menschliche Ohr aus Sicht der Messmedien schon als Nachrichtenorgan begriffen, so hat es Küpfmüller einmal beschrieben, und die musikalische Kognition als neuronale Funktion und damit als eine Art Machine Learning und so auch simulierbar begriffen, sind auch die Kulturen des Auditiven unvordenklich eine Funktion physikalischer oder technomathematischer Ereignisse. In diesem naturwissenschaftlichen Sinn versteht sich der Klangbegriff von, was ich auf Englisch sagen würde, Media Science im Unterschied zu Media Studies. Und so würde ich vielleicht auch für die Sound Studies den Begriff, zumindest den Begriff der Sound Science beiseite stellen wollen. In der Instrumentalmusik als Kopplung von Mensch und Klangkörper werden einige Operationen durch den jeweiligen, nennen wir es Geist des Spielers, gesteuert, während andere Operationen dem Eigenklang des Mediums selbst entspringen. Was aber, wenn diese mentalen Operationen nicht mehr dem menschlichen Geist, sondern der Technologik des Geräts selbst entspringen? Mit der Ablösung des musikalischen Klangs von der menschlichen Bewegung durch elektronische Instrumente wird aus kulturtechnischer Performativität eine genuin technologische Operation, um hier diese Begriffe zu differenzieren, wenn es nicht mehr körpergebunden ist. Mit der Entwicklung synthetischer Klangerzeugungsverfahren ist eine spezifisch körperliche Bewegung, die ein entsprechendes physikalisches System in Schwingungen versetzt und damit Klang generiert, überflüssig geworden. Der Mensch bleibt sozusagen plötzlich außen vor und trotzdem gibt es Klang. Einen ahumanen Klang, wie ich ihn nenne. Die Konstruktion von Hörräumen stand lange Zeit im Zentrum der Audiokultur. Durch die massive Verfeinerung der klangerzeugenden und klangregistrierenden technischen Apparaturen aber werden Signale bedeutsam, die sich dies und jenseits der menschlichen Hörschwelle abspielen und vielmehr im buchstäblichen Ermessen der Technologie selbst liegen. Als systematische Kategorie benennt Sonik die technische Erzeugung klanglicher Phänomene, den durch Instrumente und Apparaturen strukturierten Schall. Das Konzept des Sonischen verfolgt dabei eine dezidiert medienarchäologische Perspektivierung dieses Phänomens. Der Begriff des Klangs macht nicht nur in Bezug auf die auditive Wahrnehmung Sinn. Es gibt impliziten Klang als Schwingungsformen, welche exklusiv auf der Grundlage technischer Apparate der Klangerzeugung und Registrierung überhaupt erst erhört wird. Radio, daran erinnere ich gerne, weil wir alle dieses Massenmedium noch kennen, Radio sind vor allem die hochfrequenten elektromagnetischen Trägerfrequenzen, bevor nach ihrer Demodulation Menschen als niederfrequente Sprache oder Musik hören, was vom eigentlich technischen Radioereignis übrig bleibt. Wir hören so gesehen am Radio gerade alles Mögliche, nur nicht Radio. Nur wenn er auf das menschenseitig Hörbare reduziert wird, schließt Klang ein wahrnehmendes Subjekt mit ein. Medientechnisch operationalisierter Klang als Gegenstand von Messmedien aber ruft nach einer nicht humanozentristischen Theoriebildung. In der vortechnischen Kultur wurde bislang das Verhältnis von Klang und Musik als Frage danach reflektiert, ob zuerst die musikalische Struktur da sei oder zuerst der Klang. Ist der physikalisch reale Klang eine Verkörperung der musikalischen Struktur oder ist die musikalische Struktur die Vergeistigung des Klanges? Der Klang ist dann nur Medium, so formuliert es etwa Hermann Gottschewski in seinem Buch Die Interpretation als Kunstwerk. Eine ahumane Ontologie des Klangs steht dessen kulturdiskursiver Deutung entgegen. Noch ein Zitat: The organization of sound over different timescales is a defining characteristic of music. Das ist Rebecca Fiebring. Als Drama ist sie, die Musik, eine nur symbolische Zeitordnung. Gerade deshalb kann sie,
durch Ermittlung der Übergangswahrscheinlichkeiten, etwa Markov-Prozesse, dem Machine Learning der symbolverarbeitenden Maschine alias Computer anheimgegeben werden. Demgegenüber ist Klang selbst ein tatsächliches Zeitsignal. Sozusagen die Materie ist es nicht, aber das Wesen des Klangs ist seine Zeitlichkeit, es ist ein wirkliches Zeitereignis im Unterschied zur symbolischen Zeitbehauptung einer musikalischen Ordnung, etwa als Partitur. Da gibt es überhaupt keine Zeit, da findet gar keine Zeit statt. Aber jeder Klang ist unabdingbar ein Zeitsignal. Dies berührt die uralte philosophische Diskussion nach dem Verhältnis von Geist und Materie, die sich bis zu dem erwähnten Hanslick zu seiner Definition von Musik fortschreibt und das Verhältnis von Musik und Klang, das ich hier auch heute zum Thema mitmache, analog zu dem von Algorithmen und Computing, wirklichem Computing, stellt. In einer kognitiven Deutung ist ein Algorithmus, ich habe es eben schon mal angedeutet, eine Abstraktion, die zunächst unabhängig von der konkreten Programmiersprache oder gar Implementierung im Computer ist. Doch zum Vollzug kommt ein Algorithmus jenseits einer bloßen Liste von symbolischem Code erst in der Materie, angefangen von der menschlichen Rechenoperation mit Papier, Bleistift und Radiergummi, also die Turing-Maschine, bis hin zum vollelektronischen Computer. Also Sie merken, zum wiederholten Male versuche ich hier eine Analogie herzustellen zwischen der Computerwelt, in der wir leben, in der es nämlich auch diese Unterscheidung gibt zwischen symbolischem Code und dem, was tatsächlich als Computing passiert. Das mache ich äquivalent zum Musikbegriff und zum Klangbegriff. An algorithm becomes real, zitiere ich jetzt mal einen Kollegen aus der Informatik, an algorithm becomes real just as its mental counterparts through its consequences and actions. Musikalische Intention bleibt eine bloß mentale Konfiguration, solange sie nicht zum operativen Diagramm wird. The resulting musical patterns are material as propagating sound waves that we can perceive. Ich kann nochmal auf diese Darstellung, auf dieses Diagramm hier zu sprechen kommen. Das hier ist ja nur eine symbolische Ordnung, eine Anordnung von Zeichen für eine elektrotechnische Schaltung. Es wäre etwas ganz anderes, wenn es jetzt möglich wäre, dass ich jetzt hier, sagen wir mal, diesen Stift da oben runterziehe, hier anlege, dadurch einen Stromstoß auslöse und er würde zu schwingen beginnen. Das ist der Unterschied zwischen einem Diagramm in der symbolischen Ordnung. Das hier ist quasi das Gegenstück zur musikalischen Notation. Aber derselbe Schaltkreis, wenn wir ihn jetzt wirklich löten und aus Kondensatoren und Widerständen und dieser Spule zusammensetzen, dann wird er zum Klang, weil er dann tatsächlich zu einem Zeitvollzug wird. Die Differenz zwischen symbolischer Ordnung und ihrer realen Verkörperung in vollzugsfähiger Materie ist, glaube ich, eine entscheidende Differenz oder das entscheidende Drama eigentlich dieser beiden musikalischen versus klanglichen Welten. Athanasius Kircher differenzierte im Zeitalter des Barock in seiner Bauanleitung eines Schaltrichters interessanterweise ein Medium Physicum und ein Medium Mathematicum. Hier haben wir also diese zwei Welten, die symbolische Ordnung einerseits und die materielle Realisierung auf der anderen Seite. Newton, Huygens und schließlich Euler propagierten die Wellennatur von Licht und Ton. Der entscheidende Faktor zur medientechnischen Implementierbarkeit dieser Erkenntnisse, einer auf Schwingungen beruhenden Welt, die übrigens mehr Klang ist, als dass sie ein Weltbild ist, sie trägt den Namen des eben schon erwähnten Jean-Baptiste Joseph Fourier. Fourier gelang gerade mit dem puren Gegenteil sinnlicher Erkenntnis, nämlich durch die Operation geometrischer Trigonometrie am Beispiel der Ausbreitung der Wärmewellen 1807 der Nachweis, und zwar der mathematische Nachweis, dass jede willkürliche Funktion in eine Reihe harmonischer Sinusschwingungen aufgelöst werden kann. Auch Hans Christian Ørsted entdeckt im Zusammenhang mit seiner Erforschung zur Beziehung von Elektrizität und Magnetismus, dass alles Veränderliche analytisch betrachtet auf analogen Schwingungen basiert. Damit kommt es zur Hochzeit von Elektrizität und Begriffen aus der Akustik. Denn nur so können wir erklären, dass im Englischen dieser Schaltkreis
Also auf Deutsch heißt das Schwingkreis, im Englischen sogar Resonant Circuit. Wir sehen, wie sich die Ingenieure und auch die mathematischen Analytiker aus der klassischen Musik Semantik Begriffe borgen, um Zeitvorgänge zu beschreiben, auch wenn sie sich überhaupt nicht mehr als hörbare Töne oder Klänge äußern. Es geht also um das Zeitereignis, das ist die Stärke des Klangbegriffs. Nicht die Hörbarkeit, sondern die Zeitlichkeit ist, glaube ich, die eigentliche Botschaft, sage ich jetzt mal mit McLuhan, des Klangbegriffs. Oder um weiter mit McLuhan zu spielen, der Inhalt von Klang, den assoziieren wir oft mit akustischer Wahrnehmbarkeit, doch die eigentliche Botschaft von Klang ist dessen Zeitoperation. Und der Frequenzraum ist eine genuine Zeitschrift jenseits Zeitschrift mit Bindestrich, jenseits der musikalischen Notation. Selbst eine Rechteckwelle, daraus bestehen ja unsere binären Bits, ist demnach in unendlich viele Sinusfunktionen auflösbar. Ein infinitesimaler Limeswert des Analogen zum Digitalen im Akt der Quantisierung. Also in der mathematischen Analyse würde selbst das Bit, das Schalten von 0 und 1, als eine extreme grenzwerte Überlagerung von Schwingungen, also klanglich definiert werden, was ja ganz erstaunlich ist, weil die meisten Menschen eigentlich die diskreten Rechenoperationen und periodische Klangwellen voneinander trennen würden. Aus dieser technomathematischen Sicht ist es dem nicht so. Fouriers Vorwort zu seiner analytischen Theorie der Wärme, die ich eben schon erwähnte, weist am Rande darauf hin, dass die durch eine mathematische Maschine als Diagramm betriebene und später nach ihm selbst benannte Fourier-Analyse nicht nur thermodynamische Prozesse, sondern auch die Vibration tönender Körper und Oszillation von Flüssigkeiten zu beschreiben vermag, wie er es ausdrückte. Laut Gilles Deleuze ist dies ein Erbe der operativen Funktion des Barock, das Modell des dynamischen und nicht statisch ornamentalen Faltenwurfs. Das schreibt Deleuze ja in Interpretation der Schriften von Leibniz. Reizungen der Materie lösen in Leibniz' Vorstellung Schwingungen oder Oszillationen aus, welche als Bewegungen in Töne übersetzt werden können. Deren unklanglicher Kehrwert aber ist ausgerechnet Leibniz' Differentialrechnung. Also Leibniz hat ein mathematisches Werkzeug entwickelt, das es erlaubt, Schwingungsereignisse in mathematischer Form anzuschreiben und damit radikal zu entklanglichen. Das ist sozusagen meine Kernthese. Wo mathematische Analyse dann später wieder in technische Synthese umschlägt, so wie Alan Turings Modellrechner von 1936 die vormalige Mathematisierung der Mechanik in die Mechanisierung der Mathematik selbst überführt, dann kommt das Medienwerden von Theorie der Technologos zum Zug, bis hin zum Vocoder, zur elektroanalytischen Erzeugung von Stimmen aus Frequenzen. Hier entbirgt sich ein Mediengesetz, was für Cagniard de la Tour, wie für Hermann von Helmholtz, einst die Doppelsirene war, ein analytisches Klangmessmedium, schlägt ganz schnell um, potenziell immer auch in ein Klangsynthesemedium, was dann am Ende sogar ein Massenmedium im umgangssprachlichen Sinne wird. Aber der Zugang zu diesen modernen Klangmedien, auch zu den elektronischen, verdankt sich zunächst einmal der materiellen Analyse und auch der mathematischen, der sowohl mathematischen als auch apparativen Analyse des Klangs. Das 18. Jahrhundert kannte Singvogeldosen, in denen Kurvenscheiben den Luftstrom zum erwünschten Ton modulierten. Für Kolbenflöten gilt, dass erst die Unterbrechung, also Diskretisierung des Luftstroms, das Spielen von Melodien aus klaren Einzeltönen statt stetigem Jaulen ermöglicht. Cagniard de la Tour, der Erfinder der modernen technischen Sirene, die als Signal aus dem Kalten Krieg vielleicht den Älteren von uns hier noch im Ohr ist, diese Cagniard de la Tours technische Sirene übersetzte die Tatsache, dass Klang auf der regelmäßigen Folge vervielfachter Stöße beruht, in eine pneumatische Apparatur. Mit der Deutung von Schall als Luftdruckpulsen statt als kontinuierliche Wellen sowie mit der elektromagnetischen Induktion und Entdeckung des Wechselstroms war die Metapher des Fluidums bereits diskretisiert worden und die digitale Analyse
avant la lettre impliziert. Im Unterschied zur musikalischen Performativität von Klangsignalereignissen liegt deren eigentliche Operativität unterhalb der narrativ konfigurierbaren Handlungsschwelle und entzieht sich gerade deshalb auch den subjekt- oder soziozentristischen Wissenschaftsgeschichten. Die affektive Wirkung von Klang operiert über dessen zeitliche Strukturierung nicht auf dramatischer Ebene, sondern mikrozeitlicher Ebene. Werner Meyer-Eppler beschreibt 1949 in seinem Buch Elektrische Klangerzeugung die neuen Möglichkeiten zur kompositorischen Musikgestaltung unmittelbar auf Magnetband, also immediat zum Medium der elektromagnetischen Induktion, unter Umgehung aller kultureller Performance, diesseits der Kulturen des Performativen und resultierend im Studio für elektronische Musik seit Oktober 1951 am damaligen NWDR in Köln. Schall selbst ist ein bloß physikalisches Medium, aber auf medienarchäologischer Ebene ist Klang im technischen Medium selbst schon. Medienästhetik meint aus dieser Perspektive nicht exklusiv die menschliche Wahrnehmung, sondern ergänzend oder rivalisierend, geradezu befreiend, auch das Wissen, das Hören der Mess- und Rechenapparate selbst. Technomathematische Medien sind nicht nur schlicht ein Faktor ästhetischer Wahrnehmung, sondern verfügen über eine ihnen genuin eigene, angemessene Form der Wahrnehmung, in Anführungsstrichen, von Klang und Musik. Am Oszilloskop, im Sonagramm und als Fast-Fourier-Transformation ist dies längst Praxis. Also längst sind in der Kultur nicht mehr nur noch Menschen die einzigen, die hören. Nicht von ungefähr wurde Musik als Appell des Sonischen vor allem von Physikern, Mathematikern und Kybernetikern begriffen. Hier artikuliert sich die epistemologische Nähe der technomathematischen Medienwissenschaft zur systematischen Musikwissenschaft. Dem stehen wir in der Tat sehr nahe. An der Technischen Universität zu Berlin wurde vor einem halben Jahrhundert eine Vorlesungsreihe initiiert, die im Buch Klangstruktur der Musik 1955 ihren Niederschlag fand, mit einer spezifisch medienwissenschaftlichen Perspektive auf Klang. Und das sind seine Frequenzspektren. Medientheorie und Musik konvergieren in der mathematischen Analyse. Konkret gilt dies für die Klanganalyse. Eine medienarchäologische Ästhetik von Klang lässt sich auf die mathematische Anstrengung ein, weil sie dafür mit Musik belohnt wird, aber eine Musik anderer Art. Operative Mathematik ist in fast jedem Sinne das Geheimnis hinter den ubiquitären digitalen Klängen. Neben den üblichen Verdächtigen einer nachrichtentechnisch und mathematisch informierten Kommunikations- als Medientheorie, also etwa Claude Shannon oder Norbert Wiener, kommt der allzu schnell verklungene Name des schon erwähnten Werner Meyer-Eppler ins Spiel, wenn es um die dezidiert akustische und sonische Applikation dieser Theorien geht. Meyer-Eppler studierte Mathematik, Physik und Chemie. Seine Dissertation an der hiesigen Universität Bonn behandelte 1939 Titel Eine Anordnung zur diskreten photoelektrischen Ausmessung von Funkenspektren. Im September 1942 habilitiert er sich an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät dieser Universität mit einer avant la lettre medienwissenschaftlichen, weil die Rolle von Messmedien im Zustandekommen von naturwissenschaftlichen Daten handelnden Schrift über, so der Titel, Verzerrungen, die durch die endliche Durchlassbreite physikalischer Apparate hervorgerufen werden, nebst Anwendung auf die Periodenforschung. So der Titel der Habilitationsschrift von Meyer-Eppler. Hier haben wir also schon eine andere Herangehensweise an das Phänomen Klang. Periodenforschung ist nämlich das Stichwort, das im Zentrum der neuzeitlichen Episteme weist, wo eine dynamische Welt aus Schwingungen die quasi stationäre antike Welt aus numerisch-kosmischen Proportionsverhältnissen ersetzt. Ihr messmediales Sinnbild ist das Oszilloskop. Und es ist ein dramatischer Unterschied zwischen einem antiken Pythagoras, der geometrische Längenverhältnisse auf musikalische, mathematische Modelle abbildet, oder ob wir die Seite als eine schwingende, also als Zeitereignis begreifen. Als Dozent für experimentelle Physik teilte Meyer-Eppler die Hinwendung zu akustischen Prozessen aus naturwissenschaftlicher Perspektive mit Figuren wie Hermann von Helmholtz, Sigmund Exner oder Erich Moritz von Hornbostel. Inmitten des Zweiten Weltkriegs verfasste Meyer-Eppler den Aufsatz
mit dem Titel Die Untersuchung von Schwingungsvorgängen mit dem Projektionsperiodographen. 1947 wechselt er die Fakultäten, als ihn das Phonetische Institut an der hiesigen Philosophischen Fakultät engagiert. Zugleich ein Hinweis darauf, dass auch Medienwissenschaft in beiden Fakultäten, sowohl der mathematisch-naturwissenschaftlichen als auch der philosophischen Fakultät, anzusiedeln ist. Das Bonner Institut nennt sich später, wie Sie wissen, in Kommunikationsforschung und Phonetik um. Markant ist in diesem Zusammenhang, dass damit kein publizistischer Begriff von Kommunikation, sondern Informationstheorie gemeint ist. Meyer-Eppler beruft sich in seinem Basler Vortrag unter dem Titel Metamorphose der Klangelemente 1955 ausdrücklich auf Shannons Nachrichtentheorie, da es diese ermöglicht, verbindliche, wie er schreibt, also nicht nur kulturästhetisch arbiträre, nochmal Zitat, Aussagen über Schaltstrukturen zu gewinnen. Meyer-Epplers Vortrag wendet die mathematische Theorie der Kommunikation auf elektronische Musik, so wie überhaupt, schreibt er, jedes akustische Geschehen an. Dieses sich einlassen bedeutet zugleich eine radikale Abwendung von analogen Vorstellungen. Denn die aus Shannons diskreter Mathematik gezogene Konsequenz lautet, noch einmal Meyer-Eppler, es gibt nur eine endliche Zahl von akustisch unterscheidbaren Schallereignissen von nicht unbegrenzter Dauer. Und gerade diese Unterscheidbarkeit ist die Bedingung für das Informationsmaß. Nicht der kontinuierliche Schwingungsverlauf, das Oszilloskramm, ist deshalb das angemessene Beschreibungsmittel, schreibt Meyer-Eppler weiter, sondern das diskontinuierliche Schema, die Matrix. Gemeint ist hier sehr konkret das Zeitfrequenzspektrum nach Gabor. Eine zweidimensionale diskontinuierliche Matrix, die Meyer-Eppler nicht nur zur Analyse von Klangereignissen, sondern zugleich auch als Partitur und Baumaterial für elektronische Kompositionen in der, wie er es nennt, Mosaiktechnik empfiehlt. Also hier wird die mathematische Analyse, die Matrizenform selbst umgewandelt in den Vorschlag einer neuen Kompositionstechnik. Zweidimensionale diskontinuierliche Matrizenmathematik war schon für Werner Heisenberg das quantentheoretische Instrument, dem Welle-Teilchen-Dualismus beizukommen. An anderer Stelle beschreibt Meyer-Eppler die matrizielle Notation mit Blick auf das Sampling-Theorem, wie es bei ihm noch als Auswahltheorem übersetzt wird. Dessen informations- und nachrichtentechnische Mächtigkeit erstreckt sich auf jeden beliebigen Schwingungsvorgang, von dem lediglich verlangt wird, dass er keine Frequenzkomponenten außerhalb des Hörbereichs hat und von begrenzter Dauer ist. Ein Schwingungsvorgang lässt sich damit stets durch eine endliche Zahl von reellen oder komplexen Amplitudenwerten völlig eindeutig darstellen. Dies ist ein neuer Begriff von High Fidelity, von Klangsignaltreue, diesmal aber geboren aus der Medienmathematik selbst, insofern sie eine technomathematische ist. Zugleich ist mit der Begrenzung auf dem Hörbereich der medienanthropologische Maßstab und damit die Beschränkung des Sampling-Theorems in aller Deutlichkeit noch einmal ausgesprochen, während Medienarchäologie auch Medienvorgänge erhört, die menschlichen Sinnen endgültig fern sind. Im Nachlass Meyer-Eppler in der Stiftung der Berliner Akademie der Künste findet sich ein Typoskript namens Informationstheoretische Grundlagen der elektronischen Musik. Demzufolge steht die Elektroakustik im Bund mit der Natur des Klangs, nicht mehr mit der Musik als kultureller Form. Elektrische Klangerzeugungsmittel, heißt es hier, erlaubten dem Komponisten, Klangmaterial selbst zu schaffen. Dementsprechend sei es erforderlich, auf Terminologie der Akustik zurückzugreifen und Klänge oder Geräusche nicht nach Herkunft, sondern nach ihrer physikalischen Struktur zu benennen, schreibt er weiter. Die Kehre von der Fokussierung auf die Wellenform zur Frequenz steht im Bunde mit den Eigenschaften des menschlichen Ohres höchst selbst. Wie wir ja wissen, nimmt unser Ohr akustische Schallwellen auf als Druckwellen, wandelt die aber dann in der Basilarmembran um und schickt sie als diskrete Impulse elektrisch weiter ans Gehirn. Also diese Analog-Digital-Wandlung findet im Ohr selbst schon statt. Das korrespondiert natürlich mit dieser neuen Sicht, anderen Sichtweise. Meyer-Eppler zufolge ist es angemessen, akustische Klangstrukturen deshalb durch das Zeitfrequenzschema zu beschreiben, wodurch sie für die
wodurch sie für die mathematische Kommunikationstheorie überhaupt erst zugänglich werden. Und die Verkehrung des Klangs zur Numerik oder gar zur Algebraik, müsste ich eigentlich sagen, ist keine rein mathematische Analysis, sondern ebenso technologischer Natur. Dieser klangästhetische Perspektivwechsel wird von der elektronischen Apparatur selbst nahegelegt, etwa dem Tonband. Ich hatte eben schon zitiert, ersetzt das Tonband, das Magnetophon, die Mittel der Bandwiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit als Erforschungsmedium der zeitlichen Phänomene und ihrer Verdeutlichung ein. Meyer-Eppler's Typoskript beschreibt es als wesentliche Erkenntnis, wie er selbst schreibt, dass für das menschliche Gehör lediglich eine endliche Zahl von akustisch unterscheidbaren Schallereignissen von nicht unbegrenzter Dauer existiert. Nicht der kontinuierliche Schwingungsverlauf, das Oszillogramm, ist das angemessenste Beschreibungsmittel, sondern die schon genannte diskontinuierliche Matrix. Dementsprechend folgt Meyer-Epplers Verweis auf die Gabor-Matrix für den Klang als Zeit- und Frequenzereignis steht. Eine solche Analyse lässt sich strukturanalog zum implizit sonischen Wissen operativer Medientechnologien erweitern und aktualisieren zum Vernehmen des Klangs von Computing selbst. Die materielle Ontologie des Klangs wird zumeist vom Sinus einerseits oder vom Rauschen andererseits her verstanden, also von stetigen Wellenformen der analogen Schwingung einerseits oder eben dem weißen Rauschen im Falle der subtraktiven Klangsynthese. In Antike und Scholastik aber wird der Sonus, etwa bei Nicole von Orem, als abzählbar definiert, als Ketten von Pulsus, von Schlägen, damit also a priori in den Frequenzraum, in den abzählbaren Raum überführt, mathematisiert zugunsten der diskreten Maschine. Denn binäre Impulsketten sind die einzige Sprache, welche auch der Digitalcomputer versteht. Als Signal ist die eigentliche Botschaft des Klangs, abgesehen von allen akustischen Inhalten, seine Zeitform. In seiner Adressierung als Frequenzspektrum aber wird der Klang nicht nur unhörbar, sondern auch entzeitlicht, mathematisch sublim als eine Akusmatik epistemischer Art. Der Sinn des Computers für Musik ist vielmehr Rhythmus denn Klang. Fourier-Analyse überführte um 1800 das Klangsignal von der Zeit in den Frequenzraum. Der Klang als Signal wurde durch seine Algebraisierung, durch seine mathematische Formel aufgehoben, der Zeit enthoben. Computermusik ist lediglich dessen Wiederverzeitlichung. Wenn diese Algorithmen und algebraischen Formulierungen wieder in einen Handlungsvollzug namens Computer übersetzt werden. In Aristoteles Physik Buch 4 ist Zeit selbst schon als arithmetische Bemessung einer Bewegung definiert. Die Arithmetisierung des Klangs ist damit seine Logifizierung und damit eine Remusikalisierung im antiken Sinne. Werden Tonhöhen in Frequenzzahlen anschreibbar, ermächtigt sich der rechnende Logos der bisherigen Physik des Klangs. Dadurch wandeln sich die pythagoreischen Intervalle als Größen im Raum, das heißt als Verhältniszahlen von Längenmaßen auf den Seiten eines Monochord, zu Schwingungen einer Seite pro Sekunde, also Größen in der Zeit. Aber diese Zeit ist eine mathematische Zeit. Das Frequenzspektrum mit seinen Amplitudenwerten der einzelnen Teilschwingungen erfasst immer nur einen Moment, also gerade nicht die zeitliche Ausdehnung eines Klangs. Erst mit dem Zeitfrequenzgraph, dem sogenannten Sonagramm, als Reihe solcher Ausschnitte nähert sich diese Analyse dem Zeitverlauf wieder an und wird im 3D sogenannten Waterfall-Display sinnfällig, besonders wenn es um die Analyse von Klang in Echtzeit durch den Computer geschieht. Im Klangberechnungskonzept des sogenannten Capstrom kehrt die Zeitachse in den Frequenzraum selbst wieder ein, als ob. Die damit verbundenen Neologismen verkehren verschiedene Begriffe aus dem Feld der Signalverarbeitung wie Spektrum, Frequenz, Phase und Analyse in Anagramme, namentlich, schwer auszusprechen, Capstrom, Quiefrency, Zephy und Analysis. Damit wird die Herangehensweise an Frequenzraumdaten betont, als ob es sich um Zeitdomänen handelte. In dem daraus resultierenden neuen Datensatz werden entlang der X-Achse die
Also nicht Frequencies, sondern Quifrequencies, wie sie heißen, Werte in Sekundeneinheiten angegeben, die indes tatsächlich Änderungen im Frequenzspektrum bezeichnen. Der Begriff der Quifrequency betont eine Zeit, die nicht mehr das ist, was wir Menschen dafür halten. Bislang herrschte im abendländischen Wissensraum die Trennung von symbolischer Adressierung des Klangs, also die musikalische Notation, im Unterschied zum physikalischen Zeitsignal. Nun holt die symbolische Maschine namens Computer mit digitaler Signalverarbeitung und schneller Fourier-Transformation den Klang wieder in das symbolische Regime ein. Klang lässt sich nicht länger auf seine schiere Materialität reduzieren, vielmehr emergiert eine Logifizierung des Klangs im Unterschied zur bloßen Sonifikation von Daten. Klang ist insofern materialisierte Zeit, als er eine Form von Bewegung darstellt, die das Ohr, mit Leibniz formuliert, unbewusst abzählt, ganz in der Tradition der aristotelischen Definition von Zeit als Maß der numerischen Abzählung einer Bewegung. Dementsprechend mag die bisweilen transzendente Kategorie Klang als abstrahierender Begriff für alle möglichen Formen von Bewegungen wieder in seine genuin sonischen, das heißt temporalen Existenzweisen, repluralisiert und rückübersetzt werden. Ich zitiere kurz einen Text von Julian Rohrhuber. A sonic quality is an oscillatory movement that consists of nothing else but a cluster of multiple moments of a spectrum of frequencies which in itself have no momentary existence. When one of them happens, the next is still to be expected and the previous has already disappeared. Seit Augustins spätantiker Diskussion des präsentistischen Zeitbegriffs in Buch 11 seiner Confessiones korreliert dieses der Zeitmoment mit den Zeitwesen des Klangs selbst. Ein Lebewesen ohne retentives Kurzzeitgedächtnis würde keinen Sonus wahrnehmen, denn da er wie jede Bewegung eine Res successiva ist, so formuliert es Orem, muss er aus der Vergangenheit abgeleitet werden. Ist Musik nun klanglich verwirklichte Mathematik, ist mein Endkapitel. Zum expliziten Klang wird die musikalische Notation als eine symbolische Ordnung oder als eine Ordnung von Symbolen erst im technischen Vollzug als Zeitsignal. Das implizit chronosonische ist die eigentliche Medienbotschaft dessen, was Menschen ansonsten als musikalischen Inhalt erfahren. Erst als real erklingend manifestiert sich der konventionelle Klang. Das mit und innerhalb von Elektronik und ihren Schaltungen einhergehende Klanggefüge, das implizit sonische, aber ist indes nicht akustischer Natur. Lautsprechermusik ist eine Rückübersetzung der impliziten Sonik des elektromagnetischen Feldes als Effekt von periodischem Wechselstrom zum Zweck ihrer sinnlichen Wahrnehmbarkeit. Ganz andere Weisen seiner Wahrnehmung sind indes die analytischen Kurven oszilloskopischer Messmedien oder sein mathematischer Ausdruck. Michel Foucault gestand in seiner Beeinflussung durch die serielle Musik in einem Gespräch mit Paolo Caruso 1969, Zitat Foucault in der Übersetzung: Wenn meine Erinnerungen exakt sind, bekam ich den großen kulturellen Schock durch französische Vertreter der seriellen und Zwölftonmusik, durch Boulez und Barraquet. Soweit Foucault. In diesem impliziten Sinn lässt sich auch Foucaults wissenarchäologische Ästhetik als sonische Mathesis vernehmen. In der pythagoreischen Tradition wird Musik primär als implementierte Mathematik verstanden und von daher auch so vernommen. Dieses geometrische Verständnis ist indes taub für den dynamischen Charakter der harmonikalen Proportionen. Musik wird in der antiken Theorie als operative Mathematik verstanden und Leibniz fand für diese operative Mathematik den schon erwähnten Begriff der zählenden Petite Perception. Doch ist das Zahlenmaterial selbst nicht schon ihr Klang? So existiert auch keine digitale Musik an sich. Was Menschen wahrnehmen, sind erst deren digital zu analog Rückübersetzungen. Dem steht ihr medientechnischer Begriff entgegen, die Oktave als Frequenzereignis. Die physische Operativierung statischer algorithmischer Symbolketten gelingt erst im zeitlichen Vollzug, mithin maschinal. Elektroakustische Prozesse aber werden von physikalischen zu komputativen erst in dem Moment, wo sie nicht nur geschaltet und gesteuert, sondern logisch beherrscht, am Ende auch kalkuliert werden.
im buchstäblichen Sinne technologischer Medien. Rekursiv kehrt die mathematische Musikä, so haben die Griechen es genannt, in der sonischen Welt als buchstäblicher Kehrwert des Klangs, nämlich in seiner maschinell rechenbaren Frequenz, wieder ein. Und damit in den Grenzen der Berechenbarkeit, aber der Klang ist damit ein ganz anderes Wesen geworden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Nachfragen und eine kritische Diskussion. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt müssen wir uns alle erstmal ein bisschen sortieren. Aber das ist ja auch genau die Möglichkeit, beziehungsweise die Diskussion bietet dazu ja auch das Forum. Und ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also weil ja, ich natürlich total dankbar bin, dass Sie jetzt hier nochmal auf eine Tradition des Hauses, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, sondern auf eine Tradition der Universität auch nochmal hingewiesen haben mit Meyer-Eppner. Mhm. Von der ausgehend man natürlich Klangforschung und Sound Studies nochmal auf eine ganz andere Tradition bedenken kann. Ich fand es ganz interessant, dass Sie ja auch nochmal darauf verwiesen haben, dass diese Tradition eigentlich nicht in die Musikwissenschaft gemündet ist, sondern eigentlich eher in der Medienwissenschaft, ja. Die dann aus der Kommunikationsforschung, aus der Kommunikationswissenschaft heraus entstanden ist, Beachtung gefunden hat. Ja. Das würde natürlich heißen, dass möglicherweise die eigentliche Klangforschung schräg gegenüber stattfindet? Ja, also ich hatte mich mal in Ansätzen damit auseinandergesetzt, also ob es sozusagen eine Verbindung der Idee gab, hier Sound Studies stark zu machen, als Studiengang auch auf den Weg zu bringen, sozusagen grundiert und informiert durch die Meyer-Eppner-Tradition. Ja. Und, ja. Ich bin da tatsächlich bisher nicht fündig geworden, aber bin natürlich jetzt auch nochmal angeregt durch Ihren Vortrag, sozusagen, das war ja auch ein anderer Impuls in der Richtung. Ja, ja, also die Meyer-Eppnersche hiesige Tradition, von der ich behaupte, dass sie eher von der Medienwissenschaft beerbt wird, vom Denken in informationsästhetischen Begriffen, die hat die Freiheit, einen grundsätzlicheren Klangbegriff zu erforschen, der nicht an die durch die Hörbarkeit limitiert ist. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass in den Sound Studies sehr viel doch an die, deswegen habe ich immer wieder gesagt, anthropozentrisch, an die menschliche oder kulturelle oder wie auch immer wir sie nennen wollen, Hörbarkeit gekoppelt bleibt, während der eigentliche Klang in den Medien in Zusammenhängen stattfinden, die also mit der Hörbarkeit überhaupt nichts zu tun haben, aber unsere ganze technische Welt prägen. Und das ist sozusagen der noch ein grundsätzlicherer Klangbegriff, den auch Meyer-Eppner schon auch in Kopplung an den Gedanken über die elektronische Musik zitiert, aber den er auch so aussprechen kann, weil er in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät erstmal beheimatet ist. Mhm. Da kann man das auch so problemlos aussprechen. Das ist da keine Attacke auf die musikalische Kultur, wenn man diesen ganz anderen radikalen Klangbegriff hat, diesen mathematischen Klangbegriff, der tatsächlich auch Klang in etwas anderes überführt, was sein Kehrwert ist, nämlich eine mathematische Entität. Das, insofern ist, finde ich, rede ich jetzt sozusagen auch ganz bewusst natürlich in der Tradition Meyer-Eppners. Ja. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe da tatsächlich nicht nur eine doppelte Entkopplung des Klangbegriffs aus Ihrem Vortrag herausgebracht, sondern fast eine vierfache Entkopplung, dreifache, vielleicht quasi sogar vierfach, was sozusagen jetzt ein Plädoyer dafür, den Klangbegriff nicht nur von der Musik zu entkoppeln. Das wäre ja vielleicht auch ein Punkt, den man nochmal genauer diskutieren könnte, weil Sie ja ganz am Anfang so Dualismus zwischen symbolischer Musik und materiellem Klang etabliert haben, also auch sehr dramatisiert haben, wie ich finde. Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, den man in der Diskussion nochmal aufgreifen könnte. Aber so dieses Plädoyer dafür, den Klangbegriff, also zum einen von der Musik zu entkoppeln, zum zweiten vom Auditiven zu entkoppeln, zum dritten könnte man vielleicht auch nochmal sagen, von der Kulturgeschichte zu entkoppeln. Das wäre vielleicht dann nochmal ein weiterer Aspekt und zum vierten dann auch noch vom Anthropozentrismus zu entkoppeln, was nochmal, glaube ich, was anderes wäre als jetzt diese Entkopplung vom Auditiven. Und stattdessen Klang als, ich habe mir jetzt eigentlich auch nochmal hier aufgeschrieben, als Eigenschaft von Medien zu verstehen, als etwas, das aufgehoben wird in einer technomathematischen diskreten Logik. Aber vielen Dank. Also, das ist einfach eine Nachfrage dazu, wenn Sie nicht auch antworten wollen jetzt direkt.
Bitte, Frau Senach. Das sah so aus, ja. Wollten Sie gerade sagen. Also diese Radikalisierung des Klangbegriffs, Sie haben ja in dem Vortrag und auch als Sie Meyer Eppler zitiert haben, auch den Schallbegriff verwendet. Ja. Der leistet gar nicht genau das, was Sie wollen, diese vierfache Entkopplung, also als rein physikalischer Begriff. Also der Schallbegriff ist mir sozusagen zu eng an die akustische, mechanische Druckwelle gekoppelt. Also Schall macht im Sinne der physikalischen Akustik, gehört zur Mechanik. Während der Klangbegriff schon eine Erweiterung ist, der erlaubt auch Vorgänge, die eben überhaupt nicht mehr mechanischer Natur sind, eben wie eben so die Erzeugung von Oszillationen im Schwingkreis. Das kann man sozusagen noch Klang nennen, es ist aber nicht an mechanische Druckwellen, so wie wir jetzt miteinander sprechen und hören, gekoppelt. Aber es ist physikalisch. Es ist physikalisch, aber das hier ist ja dann schon, das ist ja schon elektromagnetisch, ist ein anderer Aggregatzustand. Wir haben ja auch keine universale Theorie, die all diese verschiedenen Existenzformen miteinander verbindet. Also Schallbegriff ist mir zu sehr klassische Physik. Der Klangbegriff erlaubt Anschließbarkeit an nicht mechanische Formen von Klang. Den Unterschied aber zur Musik, den ich natürlich jetzt auch stark pointiert habe, ich weiß, der Musikbegriff dafür gibt es viele Definitionen. Ich habe sozusagen einen Musikbegriff, der sich aus der Musiktheorie, wie er seit der Antike überhaupt formuliert wurde, ableitet, wo dann doch Musik gerade in erster Linie doch die symbolische Ordnung ist und der real erklingende Klang stand ja ganz tief. Der war eigentlich, und im Mittelalter tiefer konnte er gar nicht mehr singen, also die tatsächlich gespielte Musik galt sozusagen als eine niedere Form, gab es ja in der Scholastik viele Theorien dazu. Also ich knüpfe als Europäer erstmal daran, dass wir in Europa, sage ich jetzt wir in Europa oder auch alle anderen sind da willkommen mitzureden, einen Unterschied macht zwischen der idealen Form des Klangs, also symbolische Ordnung, deswegen bis hin zu Adorno, deswegen kann Musik ja auch, wenn sie gelesen wird, als Notenblatt ist das schon Musik. Sie braucht gar nicht von einem Orchester gespielt zu werden. Also das ist ja eine extreme Form der Deutung dieses Musikbegriffs. Demgegenüber ist Klang radikal die tatsächlich physikalisch oder elektromagnetisch implementierte Form. Also die ist gebunden an das Embodiment, sei es nun die menschliche Singkörper oder nichtmenschliche Verkörperungen. Aber das ist sozusagen das Reale im materiellen Sinne. Davon ausgehend stand natürlich in der Antike der ideale Musikbegriff der Mathematik als einer abstrakten Leistung nahe. Dann kommt die Entdeckung des Klangs durch in seinen technischen, auch elektrotechnischen Formen, aber mit dem Computer, das ist ja meine These, mit der mathematischen Analyse von Klang und ihrer Realisierung als mathematische Rechnung im Computer, kehrt diese Nähe von Mathematik und Musik, jetzt bin ich fast schon bei Friedrich Kittler, wir wissen ja nicht, was er geschrieben hätte in seinem letzten Band von Musik und Mathematik, aber kehrt die wieder ein. Also, und dadurch wird Klang wieder eskamotiert in einer gewissen Weise, indem Klang jetzt radikal mathematisch behandelt werden kann und nicht mehr in erster Linie als physikalische Verkörperung. Und das ist Meyer Eppler mit seiner Matrix und da geht es nur noch um die mathematische Analysierbarkeit. Von Fourier an, von Leibniz an, sind diese Dinge, sind die überführbar in Mathematik, weil sie in Mathematik überführt werden können, können sie in den Computer überführt werden und hier klingt gar nichts mehr. Das ist also, deswegen sage ich Kehrwert. Kehrwert ist ja ein Fachbegriff aus der Signalverarbeitung. Wir haben entweder das Schwingungsereignis, das wo wir intuitiv auch bei Klang denken, also das sind Wellenformen, das sind periodische Schwingungsformen, aber dasselbe Ereignis als Zeitsignal, als Wellenform, kann mathematisch in Frequenzen angegeben werden. Dann verliert es seinen ganzen analogen Charakter, wird numerisch oder arithmetisch und dadurch wiederum rechenbar und damit bricht mit aller Gewalt oder Macht eigentlich der Computer ein und definiert den Klang von seinem Kehrwert her, nämlich von seiner Mathematik her. Und damit lösen wir uns von jeder Art akustischer
oder an Schwingung gebundener Idee oder an Klangkörper gebundener Form. Ja. Also deswegen glaube ich, mir geht es nicht darum, also nur den Klangbegriff grundsätzlich zu erweitern im Sinne Meyer Eppler, sondern auch zu sagen, dass hier eine Transformation des Verständnisses von Klang durch Mathematik, seine Umwandlung, seine Metamorphose in ein mathematisches Ereignis, sprich komputatives Ereignis, stattgefunden hat. Und da sehe ich die eigentliche sozusagen epistemologische Revolution des Klangkonzepts, um den Begriff zu gebrauchen, in der Vorlesungsreihe. Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Ich muss jetzt auch nochmal zum eigenen Verständnis nachhaken. Gerade was diese, ich fand es super spannende Nebeneinanderstellung von analog und digital, was ja auf anderen Ebenen sehr viel auch diskutiert wird, angeht. Das heißt, auch die Idee, also Sie hatten das Digitale zum Schluss über die Analyse von Klang eingeführt. Mhm. Es gibt ja nun eben auch die Möglichkeit, weil es gäbe zum Beispiel die Möglichkeit, eine solche Schaltung über mathematische Formen nachzubilden, sozusagen. Mhm. Aber auch dann, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre diese, wäre die Zeit als Botschaft oder die Zeitlichkeit als Botschaft des Klangs ja eigentlich auch nicht mehr vorhanden. Genau. Ja? Das würden Sie so sehen. Deswegen glaube ich, dass eben da eine wirkliche Metamorphose des Klangbegriffs stattfindet. Henri Bergson hat ja um 1900 die sogenannte mathematische Zeit kritisiert. Eher noch am Beispiel des Kino, der Kinoprojektion. Er sagt, die Zerhackung einer kontinuierlichen Bewegung in 24 Bilder pro Sekunde, wie wir heute sagen würden, das ist eine Mathematisierung der Bewegung der Zeit selbst. Und er sagt, das ist der falsche Zeitbegriff. Oder Heidegger hat gesagt, das ist die vulgäre Zeit, das ist die getaktete Zeit. Ja, aber das ist die Zeit im Computer, 5 Gigahertz. Also, und das ist, das, aber diese mathematische Zeit ist vielleicht eben nur noch Zeit als ob. Die ist unserem phänomenologischen Zeitbegriff sowas von kontraintuitiv gegenüber, dass eben, also dieser Verbund von Klang und Zeit, den ich zuerst aufgebaut habe, quasi invertiert wird, deswegen Kehrwert auch im Klang als Mathematik. Also wenn ich nochmal nachfragen darf, also wenn man nochmal diesen Beispielfall elektronische Musik, den Sie auch kurz im Zusammenhang mit Eppler erwähnt haben, nochmal dann sich vor Augen führt, kann man daraus Rückschlüsse ziehen, was sozusagen die Wesensart irgendwie auch immer einer Musik, einer elektronischen Musik, die jetzt entweder, sei es jetzt mit einem tatsächlich existierenden solchen Schwingkreis erzeugt worden ist, oder die eben mit einem Software-Pendant meinetwegen erzeugt worden ist. Was bedeutet das? Ja, ist ein guter Punkt. Meyer Eppler ist, wenn er jetzt nur fasziniert gewesen wäre von den neuen elektronischen Klangerzeugungsinstrumenten, dann wäre er ja auch noch in der Welt der sogenannten, problematischer Begriff hin und her, aber analogen Medien. Wir haben es mit Oszillationen und Schwingungsformen zu tun. Aber da ist ja Meyer Eppler viel radikaler, wie auch die kybernetische Ästhetik dieser unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg kalkuliert die Informationstheorie mit ein. Das wird dann auch mathematisiert. Er sagt also nicht mehr die oszillografische Form, die Klangwelle, die Schwingung, also da haben wir auch immer noch diese vertraute klassische Vibrationswelt, in der wir leben. Nein, das wird durch eine mathematische Matrix ersetzt und damit wird auch das Informationsmaß berechenbar. Und deswegen bleibt es nicht nur einfach bei einer Elektronisierung des Klangs, dann könnten wir den klassischen Klangzeitsignalbegriff noch retten. Aber durch die mathematische Analyse, die mit Fourier schon ansetzt, die aber dann mit der Informationstheorie massiv wird und durch ihre Implementierbarkeit als Computing wirkungsmächtig geworden ist, dadurch bekommt der Klangbegriff doch einen Turn, eine Wendung ins Mathematische, und zwar ins mathematisch-operative. Also was dann diese Operativität dem eigentlich ja von mir erstmal weggeschobenen Musikbegriff wieder näher rückt. Der Computer ist als strikt getaktet, hochdelikat orchestriertes Zyklenereignis von Datenverarbeitung steht quasi dem antiken, dem aristoxenischen Rhythmusbegriff viel näher, den Chronoi, wie Aristoxenos ja schreibt in seinen Fragmenten zur Rhythmik, also Zeiten, Taktzeiten. Der hat auch nicht mehr den abstrakten, transzendenten Zeitbegriff, sondern er sagt, Zeit ist eher so ein operatives Werkzeug. Ja. Da,
In dem Sinne steht der Computer also dieser antiken Musiktheorie, Aristoxenes, wieder näher. Und der Klang, obwohl wir oft noch Klänge wahrnehmen, aber das liegt ja nur an der Lautsprecherausgabe, steht eher dem Musikbegriff wieder nahe als dem klassischen Klangbegriff. Ja, ich würde auch noch gerne da nochmal nachhaken. Also das Verhältnis Musikbegriff und Klangbegriff, und weil Sie ja gerade nochmal darauf hingewiesen hatten, dass diese, Dramatisierung der Gegenüberstellung von Klang und Musik, Musikbegriff und Klangbegriff, dass das eben halt sehr stark in der abendländischen Tradition auch begründet ist. Und ich würde das gerne nochmal in Verhältnis setzen zu einer anderen Aussage, die Sie gemacht hatten. Und zwar, dass Sie hatten gesagt, dass die technologische Existenzweise von Klang Sound sei. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen zu sehr begriffsgeschichtlich denke, und das ist natürlich ein Ansatz, der absolut konträr zu dem, Sie dargestellt haben, aber der Soundbegriff ist ja gerade, Sie haben ja auch gesagt, das ist sozusagen jetzt nicht einfach nur eine Übersetzung, also man kann es nicht mit Klang übersetzen, sondern in der deutschen Sprache, das drückt halt nochmal was anderes aus. Mhm. Und der ist ja nun sehr stark in die deutsche Sprache gekommen, jetzt in Bezug auf Jazz und vor allen Dingen in Bezug auf die Rockmusik. Mhm. Und ich meine, die Rockmusik, so wie sie dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre entsteht, ist ja doch eine Musikform, wo diese Gegenüberstellung von, also diese Dramatisierung von Musik und Klang in symbolischer Ordnung der Musik und materielle Ordnung des Klangs, wo die mir nicht mehr so richtig zu funktionieren scheint. Also ich meine, das hängt ja auch damit zusammen, dass es dann irgendwie nicht mehr, dass die Notierbarkeit problematisch wird. Und es gibt ja dann auch gerade in der medienarchäologischen Tradition so diese Sound als das Technische der Musik, Unaufschreibbare der Musik. Und das ist doch dann schon eine Musiktradition, wo eigentlich diese Gegenüberstellung von Klang und Musik, also von materiellem Klang und symbolischer Musik so nicht wirklich gegeben ist. Ja, also bitte. In Richtung des Computers gerne nochmal anschließen, weil mich auch nochmal, das ist eine Überlegung, die mir auch noch durch den Kopf ging, ob die Aussage technologische Existenzweise von Klang ist Sound, würden Sie sagen, das ist am Ende Ihres Vortrags, haben Sie das nochmal unterstrichen oder ließe sich nicht zugespitzer nochmal formulieren mit dem Horizont, mit dem Sie am Ende Ihres Vortrags dargestellt haben, dass die technologische Existenzweise von Klang eigentlich eher Sample ist? Mhm. Also diskretes, diskretes Ereignis und gerade eben weiter kein Sound mehr. Ja, genau. Mhm. Ja, und das Sample ist quasi das technisch verkörperte Äquivalent zu dieser mathematischen Anschreibbarkeit. Ja, das ist es. Ja. Und gerade, weil Sie die Notationsformel im 20. Jahrhundert ansprechen, also Edgar Varèse, wenn man liest, er hat sich ja so massiv stark gemacht für die elektronische Geräte, die auch Klänge erzeugen. Und da überhaupt in einer seiner Vorträge sagt er, es gibt wir brauchen grafische Notationen, nur weil sie nur sie fassen können, was der klassischen musikalischen symbolischen Notation sich entzieht. Da sind Parameter, die sind sozusagen elektronisch infinitesimal variierbar, also quasi der Synthesizer, aber um das anzuschreiben, brauchen wir neue Notationsformen. Und da haben sich ja im 20. Jahrhundert verschiedene, sowohl E-Musik-Komponisten als auch eben Rockmusik und so weiter, um sowas bemüht. Und das zeigt, dass eben diese symbolische Ordnung, das Notationssystem, nicht mehr in der Lage war, diese Klanglichkeit oder den Sound, also den Sound anzuschreiben. Und das, ich habe natürlich eine starke, eine emphatische Lesart, wenn Varèse oder auch John Cage davon schreiben, also ich lese es so, dass sie wollen tatsächlich erstmal den Sound befreien von der Vorherrschaft der klassischen musikalischen Ästhetik, obwohl sie oft den Begriff Musik auch noch gebrauchen. Ich glaube, das ist aber auch ein sprachliches Problem. Der steckt so tief in unserer kulturellen Semantik, der Musikbegriff, dass es selbst für die ausbrechen wollen, ganz schwer ist, ihn nicht ständig zu gebrauchen oder wieder mitzugebrauchen. Das ist mir jetzt auch nochmal bei meinem eigenen Vortrag hier aufgefallen, dass ich auch nicht hundertprozentig konsistent bin in der Wahl meiner Begriffe. Deswegen habe ich versucht, es analytisch erstmal drastisch zu, aber eben immerhin unter Berufung auf die Musiktheorie selbst zu trennen, um dann zu gucken, welche anderen Interferenzen oder Re-Entries wieder möglich sind. Also vielleicht noch ein kleiner Kommentar dazu. Die Musiktheorie ist
worden ja. ist, weil es gibt ja ganz lange die Trennung zwischen Musiker-Theoriker und Musiker-Praktiker. Ja, ja. Und das wird oft im Grunde auch so ein bisschen verzerrt dargestellt, als wäre die Musikgeschichte bis ins 20. Jahrhundert völlig desinteressiert am Klang gewesen. Das ist ja eigentlich der Fall. Ja. Man hat es einfach nur getrennt. Man hat sozusagen die rationalisierbare Seite, die dann in der Theorie und auch in der Notation irgendwie greifbar ist. Und alles andere wurde dann halt irgendwie auf andere Weise gelehrt und auch ausgeübt. Wenn Sie eine Orgel nehmen oder so, das ist ja sozusagen eines der ältesten Instrumente, was wir haben. Das ist ja im Grunde auch ein Soundgenerator, aber auf eine sehr komplizierte physikalische Art und Weise, die sich überhaupt nicht theoretisch irgendwie fassen lässt und auch gar nichts mit der rationalen Musiktheorie zu tun hat. Mhm. Also das läuft sozusagen parallel und ist aber, glaube ich, auch nicht streng getrennt. Die Musiktheorie, der musiktheoretische Diskurs ist natürlich irgendwo auch immer auf die klangliche Realisierung bezogen. Der Kontrapunkt wäre jetzt immer irgendwie auch Stellungnahmen zur Rauheit von Stimmen und wie man das setzen kann. Und also es gibt schon eine gewisse Klangvergessenheit, das würde ich sagen, da habe ich auch selber drüber gearbeitet und so. Aber das Thema Klang ist natürlich präsent, weil sich immer die Frage stellt, was machen Leute halt, wenn sie ihren Körper einsetzen, um Klänge zu produzieren? Oder wie baue ich Instrumente, wie spiele ich mit denen, wie passe ich das an den Raum an? Das heißt, also ich glaube, der Schiff kommt wirklich dann einfach durch die Klangreproduktion und das verändert was. Also ich glaube, das ist wirklich. Ja, also. Konsistent ist da auch die europäische Tradition nicht, das ist wohl wahr. Die Musica Practica wird ja auch im Moment wiederentdeckt unter Begriffen wie Musicking oder so, dann wird es jetzt sozusagen anglophoner ausgedrückt. Aber ist nicht dann doch, also Marshall McLuhan, auf den ich mich als Medienwissenschaftler natürlich gerne beziehe, der sagt, eine entscheidende Erkenntnis war mal die, das hat er gleich an den Präsidenten der Universität von Toronto dann auch geschrieben, ja, also Platon ist daran schuld, dass wir sozusagen 2000 Jahre lang kein Bewusstsein für die Rolle von technischen Medien in der Kultur hatten, weil die sozusagen quasi als Techniken, als Praktik, als Musikerpraktika galt. Das sind Instrumente, Anwendungen. Die reine Musik für Platon ist tatsächlich ja, sind sozusagen sphärische Umlaufbahnen, die wir gerade nicht hören. Da gibt es ja dann später noch Ciceros Traum, der darauf auch rekurriert. Die schönste Musik ist die, die wir als Menschen überhaupt nicht hören können. Das ist schon eine ziemliche Absage an den... Ist eine Hierarchie. Und diese Hierarchie aber ist, da schließe ich mich Ihnen ganz und gar an, die ist natürlich dynamisch. Da gibt es Rekonfigurationen. Und ich beziehe mich als in der Medienwissenschaft natürlich, was passiert jetzt durch den Computer? Also ich hatte eine Zeit lang auch eher die Rolle der elektronischen Musik stark gemacht und hätte gesagt, da ist schon ein massiver Bruch mit den bisherigen Traditionen. Aber mit dem Computer passiert noch eine Eskalationsstufe, die aber nicht noch was ganz Neues und anderes ist, sondern die ruft sozusagen die antike Idee einer nicht hörbaren Musik wieder auf, weil es gibt nichts Musikalischeres als den Computer, und zwar von Ihnen, nicht auf der Interface-Ebene. Ich meine jetzt nicht die Bilder, die wir sehen oder die Töne, die wir hören, aber die Rhythmik des Computers, seine zeitkritische und radikal symbolische Ordnung, das ist eine symbolische Maschine, die aber unter Strom gesetzt tatsächlich Zeitereignisse hervorbringt. Das ist also eine... Im Computer wird quasi diese Differenz auch zwischen Musiker, Theoretiker und Praktiker in gewisser Weise operativ aufgehoben. Deswegen fasziniert mich dieses Medium. Und also nur würde ich tatsächlich den Computer ein musikalisches Medium nennen und nicht ein klangliches. Weil da diese symbolische Ordnung wieder einkehrt, aber von innen als diskrete Signalverarbeitung, als Programmierung, aber eben in vollzugsfähiger Form. Das ist der Hans-Klick, hätte seine Freude gehabt, dass eben diese bewegte Form, die ist der Computer. Ja, das ist, er kann ja, der Computer, anders als die klassische Komposition mit Notenschrift, da braucht ich immer ein externes Orchester, das dann auch diese Partitur realisiert. Das Interessante am Computer ist, wir programmieren den, und es gibt ja sogar das Live-Coding, und der tut dann sofort das, was wir symbolisch eingeben, passiert dann auch real. Ja. Das ist ja was, also Komponisten hätten sie geträumt von einem Notenblatt, wo das dann immer schon erklingt, wenn sie es aufschreiben. Ja, ja. Das wäre vielleicht dann, also wäre ja auch doch nochmal ein Unterschied, Professor Geibes hatte noch eine Frage, aber kurz die Idee vielleicht,
vielleicht noch zu aktivieren. Das wäre jetzt ja auch nochmal ein Unterschied zu den klangontologischen Projekten, die Sie auch so aus dem Bereich der Sound Studies vorgestellt haben. Mhm. Die würden dem doch wahrscheinlich ein Stück weit vorhalten, dass die die Medienspezifik nicht mitdenken. Genau. Ja. Und das wäre dann etwas auch, was jetzt eine Klangforschung in einem medienarchäologischen Sinne etwa von einer Stimmungsforschung unterscheiden würde, ein Stück weit. Ja, also was ich an den Klangontologen sozusagen stark mache, ist, dass sie eben einen nicht auditiven Klangbegriff erstmal stark machen und das als ein ontologisches Erkenntnisobjekt behandeln. Nur an der Stelle möchte ich dann, bevor es dann zu metaphysisch wird, oder wieder erden und sagen, zumindest aus der Sicht der Medienwissenschaft interessieren mich die real stattfindenden Prozesse. Ja? Ich will da genauer hingucken, was findet da wirklich statt. Und das erleichtert es mir dann auch, konstruktiver darüber zu reden und nicht in so eine spekulative Ontologie zu entgleiten. Das passiert nämlich manchmal bei diesen spannenden Theoretikern. Das wäre dann in Bezug auf den Computer, also dass Klang sozusagen eine Eigenschaft des Computers ist, oder Sie hatten jetzt gesagt, nicht weniger Klang, sondern eher Musik, die dann im Computer aber berechenbar wird. Ja. Und dann hat man also diesen Kurzschluss der Gegenüberstellung von symbolischer Ordnung und dem Realen, also Berechenbarkeit des Klangs, des Realen. Ja. Ja, meine Frage wurde schon mal teilweise vorweggenommen. Erstmal danke für den Vortrag. Ich wollte eigentlich fragen, inwiefern sich die Medienarchäologie des Klanglichen, wie sie vorgeschlagen wurde, zu Ontologie verhält. Weil ich habe hab auch ein bisschen pädagogisch zugehört, wie sie bestimmte Aussagen gemacht haben. Also sie haben vom Wesen des Klanges gesprochen, sie haben von technologische Existenzweisen, von einer Entbehrung von der inneren Klangwelt. Das sind schon also metaphysisch beladene Ausdrucksweisen, die sind bestimmt nicht so intendiert, aber das ist ein bisschen drin und ich frage mich, also Sie haben die Kritik von Brian Kane an der ontologischen Turn kritisiert, diesen Ontozentrismus vorgeworfen. Sehen Sie die Ontologie, eine Kleinontologie als alliiert von einer Medienarchäologie oder als Grundlage einer Medienarchäologie? Also sind Sie ein Metaphysiker am Ende oder sind Sie so superportiert? Ja. Aus der Metaphysik entbirgt oder leiht sich die Medienarchäologie die Art, Fragen zu stellen, nämlich radikal erkenntnisorientierte Fragestellungen. Denn jeder Techniker würde sagen, ja, das kann darauf technisch weiterreden. Aber mit dieser Schaltung ontologische Fragestellungen, erkenntnisorientierte Fragestellungen zu verbinden, das leiht sich die Medienarchäologie aus der Ontologie. Deswegen ist es immer interessant, auch Heidegger oder andere, wenn sie über Zeit schreiben, zu lesen, auch wenn die Antworten von Seiten einer techniknahen Medienwissenschaft andere sind, aber die Denkweise, die Art und Weise, Begriffe wie Klang oder Zeit zu hinterfragen oder die Rolle der Mathematik, das hat die Emphase der ontologischen Fragestellung. Da will man schon das Wesen der Dinge finden. Nur die analytische Strenge, mit der dann, wenn es operativ wird, also Technik und Mathematik mit ins Spiel kommen, das wird dann radikal wieder geerdet. Dann wird auch die Medienarchäologie radikal. Das ist ein kleines Wortspiel, weil wenn ich radikal sage, will ich mich jetzt nicht als Avantgardisten darstellen, sondern radikal ist so Vorstellung. Im Sinne des mathematischen Radix, also des Wurzelzeichens. Und soll darauf hinweisen, dass Medienarchäologie, anders als viele glauben, nicht eine Nostalgie nach vergessenen Medien in der Vergangenheit ist oder eine postdigitale Nostalgie nach Materialität, sondern heute im Zeitalter von Computer radikal mathematische Analyse auch sein muss. Ja? Und die unterscheidet dann doch die klassische philosophische, ontologische Fragestellung. Aber sozusagen die Verbindung aus ontologischer Emphase, die Frage nach dem Wesen, aber dann nach den real konkreten Klangweisen, der ausgerechnet die Mathematik auf die Spur kommt, das ist die Radikalität, das ist das Wurzelzeichen. Das Wurzelzeichen ist ja auch interessant in Bezug auf die komplexen Zahlen, die für die wunderbaren Mandelbrotmengen, die wir als Computerfraktale kennen,
operativ wird, denn da spielt das Wurzelzeichen eine ganz große Rolle, aber erst im Computer haben sich ja die Fraktale uns so erschlossen. Auf Papier, wenn wir die Formel dafür hinschreiben, da können wir das überhaupt nicht in menschlicher Zeit durchrechnen und würden das auch nicht so erfassen. Der Computer macht das aber mit einer Geschwindigkeit, zieht da Wurzeln aus die imaginären Zahlen, minus 1 zum Quadrat ist dann doch wieder 1. Und das erzeugt dann diese wundersamen Mandelbrotmengen. Deswegen meine ich das mit der radikalen Medienarchäologie in diesem strengen Sinne und nicht einfach nur als Gestus einer Überbietung. Ja. Okay, ja. Herzlichen Dank. Wir sind mit der Uhrzeit durch. Es ist 5 Uhr. Darum ist es noch viel Diskussionsbedarf. Wir haben im Großes einen Tisch reserviert, also wenn Sie noch Diskussionsbedarf haben, schließen Sie sich mit uns an. Und hier bedanke ich nochmal sehr herzlich bei Wolfgang Ernst für den Vorschlag und für das Einlassen auf die Begrifflichkeiten, auf die Ideen des Konzeptpapiers. Das war, glaube ich, nochmal ein sehr wichtiger, pointierter Impuls auch für die weitere Entwicklung dieser Ringvorlesung. Ganz herzlichen Dank. Schön, ich danke auch.